Moin aus der Region Hannover. Der Weißdorn. Oh je, da geht's aber mal an. Hier möchte ich heute starten. Mein Endgegner, mein Angstgegner, wie auch immer. Es wird bestimmt, ja, zunächst mal sehr lustig. Ich muss nämlich jetzt erstmal gucken, wo habe ich denn was überhaupt hier. Guckt ihn euch an. Geht noch nicht so ganz fest. Mal gucken. Jetzt ist er mittig, ja. Ich habe meine Mini-Fräse dabei und eine weitere Fräse. Aber jetzt müssen wir erstmal dabei und ein bisschen auslichten, damit man sehen kann, was man fräsen kann. Alles, was hier unten ist, das kommt aus den Wurzeln. Das brauchen wir nicht. Ich merke aber auch, dass es sehr tief runter geht, das heißt, diese Höhe brauche ich vielleicht langfristig gar nicht. So, jetzt kann man langsam erkennen, was für ein Stamm das ist. Von der anderen Seite wahrscheinlich noch besser, das hier sind 22 cm. Und auf der anderen Seite sind das mit Sicherheit 20 cm Stammfuß. Der ist ja auch noch nicht. Und nicht wirklich richtig eingepflanzt, sondern relativ tief steht er noch drin. Ich ziehe erstmal um Wurzeln und es war gar nicht so einfach, den aus dem Erdloch zu kriegen. Aber es ist mir gelungen. Hier unten im Klug brauchen wir gar nichts. Hier oben, da brauchen wir auch nichts, aber die liegen an der Zange. Sowas ist durchaus verwendbar. So, dann wollen wir mal gucken, wie man das ganz unten brauchen wir auch nicht. Da brauchen wir auch nicht beide, aber einen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das ein bisschen zur Seite kriegen. Das geht auch noch einfacher, glaube ich. Wenn das hier zu laut wird am Ende, wegen der Landmaschinen rundherum und dem Vogelgezwitscher und dem Wind, dann werde ich nachher das Ganze lautlos stellen und zu Hause neu besprechen. So, jetzt haben wir hier zwei Äste. Über ein Stück Draht. Aber das Ding muss vom Stamm weg. Wie immer gibt es natürlich Dornen, die sich jetzt schon hier bemerkbar machen. Aber wir brauchen auch nicht den ganzen Ast. Aber wir müssen das Ganze nur erstmal ein bisschen aus der Arbeitsfläche rausbringen.
Und das haben wir jetzt, glaube ich, hier getan. Eine Schere. Das ist zu viel. Und jetzt gucken wir, wie wir es mit der zweiten machen. Hier unten liegen schon Kabel, da muss ich aufpassen. Aus dem Außenweg haben. Und das ist das Vorrangigste erstmal. Ob er so bleibt, ist noch was anderes. So, jetzt haben wir hier freies Arbeitsfeld. Hier oben gibt es fast auf jedem Punkt drei Äste. Können wir ausdünnen etwas. Aber ich muss mir das auch von der anderen Seite angucken. Das hier muss ich nach unten braten oder ziehen. Das darf nicht so lang bleiben. Brauchen eigentlich gar nicht so lange jetzt in der Richtung hier. Die werden von selbst wieder lang. Einen oder anderen rausschneiden. Oder eben deutlich kürzer. Oder weg. Zwei auf einem Punkt. Der Schopf. Hier haben wir leider einen abgebrochenen Ast. Aber der stinkt eigentlich ganz gut. Naja, bleibt erstmal dran. Und ich glaube, ich arbeite nachher auf dem Boden. Hier ist etwas zu viel. Ja, vielleicht diese Blitzchen.
Nur Draht dabei. Okay. Das ist die Frage, wie weit soll er denn überhaupt springen? Abgebrochen. Und lass das für einen Moment her. Ich brauche dieses Arbeitsfeld hier oben. Und da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Kommen wir jetzt auch zu den stärkeren Ästen. Der lässt sich da nicht bewegen. Der muss auch oben bleiben. Er hat aber auch die stärksten Dornen. Schrecklich.
Dann schauen wir mal. Das muss ich am Fußboden noch machen. Dann fangen wir da an. Thank you.
So, jetzt brauche ich das Ganze eine Etage tiefer. Wobei, mal gucken, hier noch was. Kurz umbauen. Thank you.
gucken wir mal, wie es im Herbst sich entwickelt, zum Herbst hin. Du bist jetzt mal still da oben. Dann gucken wir mal, wie sich das zum Herbst hin entwickelt. Und dann gehen wir nochmal mit dem kleinen Fräser dran. Und gestalten das noch ein bisschen aus hier. Erstmal soll er wachsen. Weiter wachsen und kommt wieder zurück in sein Loch. Aus dem ich ihn befreit habe, herausgezogen habe. Hier bleibt das Holz schön weiß, wenn ich also nicht die dunkle Paste nehme, sondern diese helle Paste. Die ist nachher sogar durchsichtig, schützt aber das Holz. Und verhilft zur Kallusbildung. Soweit jetzt überhaupt erst gewollt. So, da bin ich, nee, am Rande noch nicht, oben. Ziel war es hier, eine Stelle zu kreieren, die so ein bisschen aussieht, wie irgendwann abgebrochen und nach verwittert. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Ja, aber hier haben wir natürlich diese dicke Schmarre. Da müssen wir uns im Herbst auch nochmal überlegen. Auch wie das Ganze insgesamt innen noch aussehen soll. Hier unten noch, das ist noch nicht fertig. Aber der Weg ist eingeschlagen und die Angst vor dem Monster ist nicht mehr so groß. Auch wenn es verdammt schwer ist, das Ding. Okay, bin überall gewesen. Da habe ich den Ast noch geschnitten. Den mache ich auch noch irgendwie zu. Der Draht bleibt dran erstmal. Weil wir nochmal dabei waren. Und ich denke mal, ich kann ihn wieder versenken in seiner Grube. Dazu hole ich die Kamera mal ein bisschen näher. So, jetzt wird das Monster wieder versenkt. Einmal Walnuss, dann diverse andere Bäumchen, die hier jetzt wachsen, wo ich in die Ecke komme, reinkomme. Aber er ist drin. Hier darf er sich erholen. Und im Herbst sehen wir weiter. Jetzt hat er noch fast die ganze Saison vor sich, weiter auszutreiben. Ich sehe, dass ich auch da die Ulmen alle wieder schneiden muss. Es ist noch nicht zu Ende. Aber für heute war es das. Hier haben wir noch ein Schätzchen. Kennt ihr schon die alte Ulme? Gucken, was der Kallus macht. Der sieht gut aus. So, okay. Also zum Johannischnitt. Das hier haben wir nochmal. Guck mal eben, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Das ist auch nochmal ein Weißdorn aus Ostfriesland.
Da kann man den Stamm schon kaum mehr finden, aber den habe ich auch deutlich kürzer gemacht. Der ist auch bald bearbeitungsreif. Der Hase wächst wieder unkontrolliert durch die Gegend. Aber das kommt alles noch. So, jetzt habe ich Feierabend gemacht. Der Weißdorn, der lag mir im Magen. Da musste ich echt was tun. Ja, ich habe mir aber was mitgebracht. Ein Souvenir aus dem Garten. Vor einigen Wochen, nee, eigentlich im letzten Herbst, hatte ich das hier mal, das Gebilde hier mal in Richtung Kaskade gebogen. Das ist eine Lärche. Und es gab später nochmal eine Nachfrage, da habe ich es nochmal ohne Bast wiederholt. Aber der Bast, der fällt jetzt auseinander. Ich glaube, das ist seit September, Oktober. Wir haben jetzt ja fast 10 Monate. Das sollte reichen. Ich möchte den Mantel daraus machen. Den Bastmantel entfernen. Und gucken, wie sich die Lärche dann verhält. Schneide jetzt einfach nur den Bast auf. Der bröckelt sowieso schon. Also der würde eh nicht lange mehr halten. So aufpassen, dass ich nicht in den Baum schneide. Das kommt danach. Hier ist schützenfest und hier muss man schon gewaltig aufpassen, dass man nicht den einen oder anderen überfährt, der einfach so gedankenlos über die Straße rennt. Voll trunken natürlich. Das erspare ich mir aber. Ich trinke mal ein Bierchen gleich zu Hause. Das ist schon... Das wird eigentlich jedes Jahr schlimmer. Wie extrem damit Alkohol umgegangen wird. Gerade auf dem Schützenfest. Aber natürlich ist es so, es war ja jetzt mit Corona eine ganze Weile gar nichts. Da hatten ja einige schon richtig Entzug. Und meine Welt ist dieses Rumtata sowieso nicht. Jedem das seine, würde ich sagen. Lass es machen. Mal gucken, ob wir dich denn nackig kriegen. Das ist ja ziemlich. Ja. Das sind Drähte, die drüber hergehen. Ja. Und dann, bevor ich das Video dann hochlade, gucke ich morgen früh dann nochmal. Ob der Baum sich wieder aufrichtet. Und teile euch das natürlich auch mit. Kriege ich so noch gar nicht weg. Wo habe ich denn jetzt die Drahtzange? Ach, die hatte ich bitte im Garten. Stimmt ja. Aber ich habe auch irgendwie hier eine kleine noch. Glaub nicht, dass hier der Draht überall dran sein bleiben muss. Ich guck mal hin. Das ist ja alles kein Problem. Da ist sie ja, die Drahtzange. Ich habe die Drähte hier, also die Äste hier später oben drüber gedrahtet. Und hier schneide ich einmal großzügig den Draht weg. Jetzt öffne ich den Draht mal ein bisschen. Das ist so ein kleiner Ast, der ist aber schön ausgetrieben. Ja. So. 3 Zecken habe ich jetzt gezählt an meinem Körper. Im Moment ist diese Plage doch extrem. Das ist fast jedes Mal so, dass ich 3 habe. Heute vielleicht noch mehr. Es ist ja
ja, hohe Luftfeuchtigkeit. Es soll eventuell noch regnen. Ich hoffe es. Denn ich konnte mir das Gießen bis jetzt ersparen. Aber wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Dann im Garten war alles okay, da habe ich gegossen. Aber natürlich nicht alles gezeigt. Ich glaube, das kennt ihr besser, weil ihr dasselbe Problem ja auch habt, dass ihr gießen müsst. Abwickeln möchte ich jetzt auch noch nicht. Das ist ja schon so marode. Ja, das geht doch. Ich weiß jetzt noch nicht, was im Garten zu hören ist, von dem, was ich sage, was hier überhaupt als Aufnahme dann angekommen ist. Das sehe ich gleich erst beim Schneiden. Vielleicht ist ja auch alles ein bisschen versaut. Ah ja, da war ja ein Knicke im Stamm sowieso. Genau. Und da klebt es natürlich so ein bisschen am Wundverschluss. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass hier alles ziemlich starr stehen bleiben wird. Ah, jetzt geht's einfacher. Naja, einfacher. Hier oben sind natürlich mehr Äste. Bin mal gespannt, ob ich den Draht da rauskriege. Aber bis jetzt ist der völlig frei. Na, geht. Jo. Der Anzeiger für Ton geht mit. Das heißt, was aufgenommen hat auf jeden Fall, wie es im Garten dann ist, das höre ich gleich erst. Da muss ich wahrscheinlich noch eine ganze Menge tricksen. Denn Rasenmäher und alles Mögliche in der Nachbarschaft war am Laufen. Außerdem ist direkt Landwirtschaft dahinter. Und die haben natürlich jetzt auch ganz, ganz gut zu tun mit ihren Treckern und Co. Ich musste die ganze Zeit hinter einem Trecker bleiben bis hierher. Und das sind ja immer so, na, je nachdem wie man fährt, 16 bis 20 Kilometer, die ich vom Garten nach Hause fahre. Schon ein Umstand. Ich hätte gerne alles ein bisschen näher hier, aber diese Möglichkeit habe ich nicht. Hier ist doch mehr städtisch alles und Grundstücke in der Größenordnung, wie ich sie brauche oder wo ich zumindest einen Teil von bräuchte, die gibt es hier leider nicht. Okay, so. Hier bewegt sich was. Oh, sieh mal einer, guck.
Ich meine, dass ich gemerkt habe, dass das ein bisschen nach oben ging. Aber wenn ich mir vorstelle, das ist der Standort, es wird gedrahtet ein bisschen, also eine Kaskadenschale, das müsste funktionieren. Ich halte euch auf dem Laufenden, so morgen Vormittag, wir haben jetzt so 17 Uhr, ja, morgen Vormittag werde ich es dann nochmal auf die Dings da stellen, auf die Drehscheibe, genau. Und dann gucken wir mal, ob noch was wieder hochgegangen ist. Hier kann man natürlich jetzt an der Schraube drehen und sagen, hier, wenn du so stehst, dann können wir dich hier manipulieren. Der Bogen ist auch, glaube ich, ganz gut. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt Feierabend. Schönes Wochenende. Morgen früh eine Runde noch und dann wird es hochgeladen. Kommt dann im Laufe des Vormittags am Sonntag. Zum Wohl. Bis zum nächsten Mal. Was ist das denn? Ich habe den Eindruck, der kommt ein bisschen hoch. Also lassen wir uns ein bisschen Zeit.